Rat verhandelt über Zukunft des Factory Outlet Centers. Zum letzten Mal in diesem Jahr kam der Rat der Stadt Duisburg heute zu einer Sitzung zusammen. Thema ist und war dabei das geplante Factory Outlet Center in Hamborn. Der Rat will die Verwaltung dazu auffordern, dem Investor eine letzte Frist zu setzen. Geklärt werden soll damit die Frage, ob das Projekt überhaupt noch realisierbar ist. Außerdem soll die Sitzung, deren Tagesordnung rund 100 Punkte umfasst, auch eine Entscheidung zur Gründung einer Sekundarschule Mitte bringen. Sie könnte bereits zum Schuljahr 2017-2018 starten und würde Plätze für rund 400 Schüler bieten. Außerdem wird unter anderem der Haushaltsentwurf für 2016 beschlossen. Lichternacht als Zeichen für Toleranz. Am kommenden Sonntag, den 29. November, gibt es auf dem Dellplatz eine Lichteraktion. Veranstalter ist die Duisburger Bürgerstiftung. Unter dem Motto "Ein Licht in dunkler Nacht, willkommen in Duisburg" soll ein Zeichen im Geist der Weihnacht und einer offenen Stadt gesetzt werden. Interessierte Teilnehmer werden gebeten, ein Licht mitzubringen. Die Aktion findet im Anschluss an das Winterkonzert statt. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr in der Kirche St. Josef am Dellplatz. Der Eintritt ist frei. Infoveranstaltung Flüchtlinge privat aufnehmen, darf ich das? Aufgrund der schwierigen Unterbringungssituation von Flüchtlingen spielen deutschlandweit immer mehr Menschen mit dem Gedanken, Geflüchtete innerhalb der eigenen vier Wände unterzubringen. Auch in Duisburg ist die Bereitschaft vorhanden, leerstehende Zimmer in der eigenen Wohnung mit Flüchtlingen zu teilen. Doch wie die rechtliche Grundlage aussieht, wer aufnehmen darf und wer nicht und welche Versicherung notwendig ist, um diese und weitere Fragen dreht sich die Informationsveranstaltung des Duisburger Flüchtlingsrates am Dienstag, den 2. Dezember um 19.30 Uhr. Treffpunkt ist das Internationale Zentrum am Flachsmarkt 15. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Zusätzliche Ausbildungsplätze im Evangelischen Klinikum Niederrhein. Das Evangelische Klinikum Niederrhein erhöht ab sofort die Zahl der Ausbildungsplätze in der Gesundheits- und Krankenpflege für das kommende Jahr. Hintergrund ist der steigende Fachkräftemangel in Pflegeberufen. Bereits am 1. März 2016 wird ein zusätzlicher Kurs mit der dreijährigen Ausbildung beginnen. Dieser Starttermin ist insbesondere auch für Berufsumschüler, Späteinsteiger oder Studienabbrecher geeignet, da er abseits der üblichen Schulabschlusszeiten liegt. Bewerbungen sind laut Klinikum ab sofort möglich. 11 Monate Mindestlohngesetz. DGB-Vorsitzende zieht Bilanz. Nachdem das Mindestlohngesetz seit Anfang des Jahres in Kraft getreten ist, soll im politischen Nachtgebet am Montag, den 7. Dezember, in der Kreuzeskirche Marxloh Bilanz gezogen werden. Mit der Vorsitzenden des DGB Niederrhein, Angelika Wagner, sollen zudem Fragen wie diese besprochen werden. Ist der Mindestlohn tatsächlich in allen Branchen wirksam geworden oder wurde er teilweise unterlaufen? Hat er den Wegfall von Arbeitsplätzen verursacht? Wie sind zu bewerten, Ausnahmen vom Mindestlohn zu ermöglichen, etwa für Flüchtlinge? Und wo ist insbesondere in Duisburg der Mindestlohn von Bedeutung? Interessierte Bürger sind zur Teilnahme geladen. Treffpunkt ist um 18 Uhr in der Kreuzeskirche Marxloh auf der Kaiser-Friedrich-Straße 40. Der Eintritt ist frei. Zahl der Übernachtungen im Ruhrgebiet leicht gestiegen. Das Ruhrgebiet verzeichnete von Januar bis September 2015 eine leichte Steigung in der Beherbergungsstatistik. Rund 5,5 Millionen Übernachtungen weist die aktuelle Statistik der Ruhrtourismus GmbH auf Basis der Daten des Landesamtes IT-NRW im Ruhrgebiet aus. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist die Zahl um rund 20.000 Übernachtungen gestiegen. Im selben Zeitraum zählte die RTG 2,8 Millionen Gästeankünfte. Das entspricht einem Plus von 0,9%. Bei den Gästen aus dem Ausland sank die Zahl der Ankünfte um 4%. Die Zahl der Übernachtungen ausländischer Gäste ist ebenfalls gesunken und fiel um 4,8%. MSV startet Ticketverkauf für Rückrundenspiele 2015-16. Heute startet der MSV den Ticketverkauf für die Rückrundenspiele. Karten gibt es ab sofort im Zebra-Shop in der Schauinsland-Reisen-Arena, an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Callcenter und online unter www.msv-duisburg.de. Neben der frühzeitigen Sicherung des gewünschten Platzes geht natürlich weiterhin die Möglichkeit der Gratisanfahrt mit Bus und Bus und Bahn im Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr.
Sonnig und nur hin und wieder ein paar kleine Quellwolken. So zeigte sich heute der Himmel über Duisburg. Morgen bleibt das Wetter den ganzen Tag über wechselhaft. Besonders gegen Abend kommt es vermehrt zu Schauern. Es ist nasskalt bei 0 bis 4 Grad. Der Mittwoch zeigt sich dann meist wolkig. Die Sonne lässt sich nur selten blicken. Dazu wird es aber wieder etwas wärmer. Die Temperaturen erreichen 2 bis 8 Grad. Am Donnerstag ganz ähnlich. Insgesamt gibt es mehr Wolken als Sonne. Die Werte liegen bei 3 bis 8 Grad. Autofahrer, nehmen Sie den Fuß vom Gas. Die Ordnungshüter sind auch morgen wieder unterwegs und führen Geschwindigkeitskontrollen durch. Blitzer stehen unter anderem auf der Forststraße in Bannheimer Ort und auf der Mühlheimer Straße in Neudorf Nord. Und Baustellen verhindern die freie Fahrt. In Overbruch ist noch bis Ende des Jahres die Herzogstraße gesperrt. Hier gehen Kanalbauarbeiten in die nächste Phase. Betroffen ist der Bereich zwischen auf dem Röttgen und der Kreuzung Herzogstein und Oswaldstraße. Und in Baal ist ebenfalls bis Ende des Jahres die Schulstraße gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen Schlotweg und Heesbergstraße. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine staufreie und sichere Fahrt und einen guten Start in die neue Woche.